Das hat er vorhin nicht gemacht. Vorhin hat er die Blitze nur geschossen. 46, ähnlich viel Schaden wie mit dem Speer. Vielleicht ist es sinnvoll. Vielleicht ist es sinnvoller, mit dem Speer weiterzukämpfen. Einfach wegen der höheren Reichweite. Ich habe doch zweimal gedrückt, ich wollte mich zweimal heilen. Hör doch mal auf, diese verkackten Blitze zu schießen. Ah, komm her. Komm her. Jetzt ist der Dicke wieder so nah. So, komm du alleine. Dass er auch immer stehen bleiben muss für seine Attacken. Ich will dich doch ein bisschen näher bei mir haben. Na, kommst du? Kommst du? Habe ich zu sehr aufs Maul geachtet. Der Angriff ist eigentlich meine Chance, um zurückzuschlagen. Lauf doch mal einen Schritt schneller, Mensch. Ne, der hat nicht so viel Bock. Ah, jetzt setzt er sich mal wieder in Bewegung. Lass doch mal die Hütte ganz. Die sind mega nervig. Aber ich muss sagen, man braucht viel Geduld einfach nur für die. Man darf nicht hektisch werden. Man darf einfach nur dann angreifen, wenn es die Situation zulässt. Zieht den Kampf zwar ziemlich in die Länge. Wahrscheinlich. Ist aber ziemlich sicher. Zumindest mal so mein Eindruck. Na, da hätte ich jetzt nochmal zuschlagen können. Aber ich muss ruhig bleiben. Nicht hektisch werden. Ein Schild zu spät hoch. Rolle er weg, bitte. Danke. Los, komm her. Es wäre so lustig, wenn die sich gegenseitig Schaden machen würden. So, komm.
Mach was. Er hat nicht anvisiert und deswegen in die falsche Richtung geblockt. Lass mich doch da weg! Er kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Es ist noch alles drin. Boah, das wird viel zu lange dauern. Nein. Es ist noch alles drin. Vorhin habe ich mehr Schaden gemacht.
Der Speer hat mir in dem Kampf besser gefallen als das Leito, deswegen bleibe ich beim Speer. Einfach weil ich im Speer eine etwas höhere Reichweite habe. So, und jetzt versuche ich mal, ob ich durchrennen kann. Ich kann es auch mal mit meinem Feuerzauber probieren. Vielleicht hat ja einer von denen eine Feuerschwäche. Blitzstärke, Feuerschwäche, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie viel Schaden die Feuerflut macht. Das geht ja relativ schnell, das kann ich ja so im Gehen machen. Und was ich jetzt auch mal ausprobieren werde, ist... Was passiert, wenn ich jetzt einfach durchrenne? An allen vier Wachen vorbei und dem Silberritter Bogenschütze. Einfach, da es schneller geht. So weitergeht, sehe ich ja noch viele Versuche auf mich zukommen. Aber es ist machbar. Ich glaube, man braucht einfach nur sehr, sehr viel Geduld. Dass man... Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Nein, ich wollte doch Flakon nehmen und keine Menschlichkeit. Okay, jetzt da durch. Okay, okay, ich glaube, daraus kann man was machen. Ja, du kommst her? Da kann ich dir am Anfang schon mal eine mitgeben. Ja, komm du mal her. Nein, du sollst herkommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt setzt die wohlbekannte Ungeduld ein. Aber der Speer macht mehr Schaden. Aber mal andersrum. Was passiert, wenn ich zuerst auf Smaug gehe und Ornstein
als zweites. Ich meine, Smaug kriegt mehr Schaden. Aber dann, ich glaube, also meine Denkweise aktuell beim Bosskampf ist, ich mache zuerst Ornstein. Weil Smaug ist groß, den behalte ich immer im Blick. Dem seinen Attacken kann ich ganz gut ausweichen. Außer eben. Aber im Großen und Ganzen kann ich seinen Attacken ganz gut ausweichen. Wenn ich zuerst auf Smaug gehe, kann ich mir vorstellen, dass mir der nervige, schnelle Ornstein immer mal wieder eine verpasst. Und ich einfach jedes Mal irgendwie einen Treffer krieg. Aber wenn das so sein sollte, wenn ich das so mache, dann kann es vielleicht sein, dass Smaug einfach deutlich schneller tot ist und damit, selbst mit ein paar Treffer. Ihr habt mich eben nicht getroffen, ihr Pet. Ich hasse euch alle. Und schon wieder jedes Mal durch die Säulen der Decke. Das hat mich beim Kampf letztes Mal schon so aufgeregt, dass ich jedes Mal durch die Säule erwischt werde. Los, schnell da rein. Schnell da rein. Schön, die Wachen am Tor. So, komm her.
Nein! So, jetzt wieder ein bisschen runterfahren. Ja! Was soll das? Der hat wohl letztendlich seine Kräfte in irgendeiner Form aufgenommen und macht jetzt zusätzlich zu allem anderen Dreck auch noch Blitzschaden. Sehe ich das richtig? So, das Problem ist, ich habe nicht einmal gegen den gekämpft. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt am besten gegen den mache. Das ist doch ein Witz. Och nö. Bogen? Soll ich den Bogen probieren? Pfeil abschießen, wegrennen. Pfeil abschießen, wegrennen. Der ist machbar. Nein! Ist vielleicht nicht gerade die eleganteste Lösung. Aber ich bin ein geschicklichkeitskämpfender Charakter und damit gehört der Bogen fest zu meinem Repertoire. Oh Gott. Ich meine, ich kann ja auch ausnutzen, dass er so langsam ist. Warum denn auch nicht? Ich finde das absolut. Oh nein. Nein, nein. Ich finde das mehr als angemessen. Meine Taktik.
Kriegt er noch eine zweite Phase oder ist dieses Kräfte übernehmen quasi schon die zweite Phase? Roll doch, wenn ich's dir sage. Oh Gott. Ich mach das jetzt einfach so weiter. Es tut mir leid. Für alle, die jetzt... Schnappatmung kriegen und sich fragen, wie man so ekelhaft den Boss besiegen kann. Aber so langsam wie der ist, bietet er sich halt tatsächlich dafür an. Ich entschuldige mich jetzt schon den ganzen Bosskampf über dafür, wie ich den bekämpfe. Aber... ich find's mehr als nur angebracht. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der ehrenloseste Kampf, den die beiden jemals gesehen haben. Ach ja. Oh mein Gott. Statue? Ja. Wo ist sie denn?